Da aber in der Wiener Kreau. Der 7-jährige Hengst Lemon Square aus Schweden ist der Star im Preis der Stadt Wien. Seine Gewinnsumme ist mehr als 6,5 Millionen Schilling. Im Salki sitzt Jim Frick im Vorjahr, Sieger des Hunyadi Memorials. Das schwedische Duo unterstreicht mit einem überlegenen Vorlaufsieg seine Klasse. Die Kilometerzeit beachtliche 1,16,0. Im zweiten Vorlauf dieser mit 300.000 Schilling dotierten Fliegerprüfung über 1740 Meter ist Adi Übleis mit Håk Lauko dann noch schneller. Håk Lauko trabt 1,15,8 und avanciert so zum ersten Herausforderer des Schweden-Duos für das Finale. Die Entscheidung im Endlauf fällt 300 Meter vor dem Ziel. Adi Übleis, bis dahin in Warteposition, geht an die Spitze und gibt diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Lemon Square von Übleis Stallgefährten Fritz Fischer, lange abgeblockt, kann nicht mehr mithalten. Im Sog von Übleis und Håk Lauko kommt das Salzburger Gespann Felix Lauko mit Fahrer Manfred Richter noch auf Platz 2. Dritter mit starker Speedleistung Bills Winchester, gefahren von Erich Kubes. Und nur auf Platz 5 der hohe Favorit aus Schweden, Lemon Square. Österreichischer Erfolg im bedeutendsten Fliegerrennen des Jahres. Adi Übleis und der Stall Gasselseder dürfen sich neben dem Sieg im Preis der Stadt Wien auch über den neuen Bahnrekord von Håk Lauko freuen. Dieser lautet jetzt 1,14,8.